Moin Schizos, ja, heute ist Mittwoch und in Realtime ist es jetzt 20 vor 6, ja, abends und ich bin also vor einiger Zeit nach Hause gekommen. Wann war ich hier? Ich denke mal, das muss so gegen 5 gewesen sein ungefähr, gegen 5, also eine Dreiviertelstunde. Gute Dreiviertelstunde bin ich jetzt schon zu Hause. Ja, und heute steht Folgendes an. Ich möchte gerne hier mein Zimmer, das Wohnzimmer, eigentlich eher schon Studio, möchte ich umbauen. Ja, möchte ich umräumen, umstellen. Und zwar steht da hier mein PC, an dem ich dann auch immer streame. So sieht es halt aktuell aus. Und den möchte ich jetzt hier drüben an die Wand stellen. Also jetzt hier, wo ihr quasi gerade seid, hier steht jetzt der Kratzbaum. Da drauf steht gerade das Stativ mit der Kamera. Dann ist hier noch ein kleiner Schrank. So, das heißt, das Ganze werde ich jetzt einmal hier rüber ziehen. Werde hier unten die ganzen Stecker vom Computer ziehen, um dann den PC an diese Wand zu stellen. So, warum mache ich das Ganze? Weil ich möchte in Zukunft, dass man bei meinen Streams diesen Hintergrund hier sieht, ja? Was ist das hier eigentlich? Warum steht hier ein Tannenbaum? Wer das noch nicht mitbekommen hat, das ist die Schizotanne, Freunde, ja? Das ist unsere Schizotanne. Für diesen Tannenbaum habe ich 30 Euro bezahlt und das sage ich einfach nicht ein, den jetzt nach Weihnachten einfach nur rauszuschmeißen. Und das war es wieder, 30 Euro Flötepiepen, ja? Und deswegen habe ich mir gesagt, na, solange der noch Nadeln trägt, ja, kann er auch weiterhin zu Dekorationszwecken hier in der Schizobude, ja, sich von seiner positiven Seite zeigen. Und natürlich, Schizo, klar, hier, na, dementsprechend auch dekoriert. Hier hängen bunte Gummibänder dran, hier hängen Sonnenbrillen dran, hier unten hängt dann auch ein Schneebesen aus der Küche dran. Wir haben ja auch einen Schlüssel dran. Ja, das sieht man in den Streams gar nicht so, das fällt gar nicht so auf. Hier oben, ich war vorgestern beim Chinesen und habe mir eine kleine Box geholt mit Woknudeln und so. Jo, hier hängt also jetzt die kleine China-Box dran. Ja, und Klorollen sollen da noch ran und so weiter. Also da kann man ja einiges machen, ne? Da sind wir ja kreativ. So, und Digga, ist das jetzt Ihr Ernst oder was? Ich meine, was soll das denn? Gerade wo ich jetzt hier auch... Also irgendwas stimmt ja auch immer nicht mit der, ne? Weiß nicht, habe ich irgendwas in der Erziehung falsch gemacht? Nee, das ist ja ein Thema, darüber kann man ein anderes Mal sprechen. Was habe ich in der Erziehung mit den Katzen falsch gemacht? So, ja, Lucy, hast du fein gemacht, so, husch vorbei. Ja, vielen Dank dafür. Ja, das ist also mein Plan. Ich will gar nicht lange schnacken. Es soll auch kein Mega-Video jetzt werden oder so. Es ist einfach ein kurzer Vlog. Ich habe das Ganze angekündigt. Ich habe das in meinem Stream mit euch besprochen. Ich habe die Frage gestellt. Wie seht ihr das? Ja, ich möchte hier nichts alleine entscheiden. Das ist ja alles für euch, mit euch. Also habe ich euch gefragt, ne? Seid ihr dafür, dass ich das hier umstelle oder nicht? Eine weitere Frage, die ich noch gestellt habe, war, wenn das dann also nachher mein Hintergrund ist, den man immer in den Streams sieht, war meine Idee, dort quasi einen XXL-Bilderrahmen zu machen, also wirklich einen sehr großen Rahmen. Und in der Mitte von diesen Rahmen hängen alle meine Perücken, denn ich habe ja 20, vielleicht sogar ein bisschen über 20 Perücken. Warum? Habe ich irgendwelche Haarprobleme? Nein, Gott sei Dank noch nicht. Aber ich habe früher mit meinen damaligen Arbeitskollegen sehr viele Sketche gedreht. Wir hatten auch so eine kleine Sendung gehabt. Die hatten wir eigentlich für uns nur so produziert, so eher aus Spaß und so. Hatten das dann aber später auch bei YouTube reingesetzt. Das gibt es jetzt aber alles bei YouTube nicht mehr zu sehen, ist alles wieder raus. So, aber da haben wir uns über die Jahre immer mehr Perücken gekauft und ja, die sind in meinem Besitz. Die meisten habe ich eh selber bezahlt, selber gekauft. Vielleicht hat er bei der einen oder anderen was dazugegeben. Aber dann ging das halt alles im Streit auseinander und die Perücken blieben dann alle bei mir. So, wie auch immer. Auf jeden Fall wäre meine Idee halt, diese Perücken in diesen Rahmen dann alle im Hintergrund hinzuhängen. Der Rahmen ist dann beleuchtet, das ist dann quasi so der Hintergrund, den man immer sieht. Ja, das wäre so meine Idee und da habe ich euch auch gefragt, wie ihr das findet. So, gehe ich mal hier rauf auf den Stream. So, klicke ich mal die Infocard an.
So. Genau. Soll ich die Schiedsrichterbude wieder umstellen? So. Ja, sieht dann besser aus. So, also die meisten sind dafür. Es ist aber auch, es wurde auch gestimmt für nein, lass es wie es ist. Und es wurde auch gestimmt für mir absolut Banane. Ja, aber doch, die Mehrheit ist dafür, ich soll es ruhig machen. So, jetzt die Frage mit den Perücken, das interessiert mich sehr. Sollen mir im Hintergrund 20 Perücken hängen? Okay. So, und da ist auch die Mehrheit für, ja, sieht bestimmt witzig aus. Es wurde nicht gestimmt für, nee, das ist hässlich. Also alle sind dafür, die abgestimmt haben, dass ich es machen soll. Ja, wunderbar. Ja. Ja, so, also wie gesagt, das ist Step 1. Dann als nächstes müssen die Softboxen hier ab und die sollen dann auch hier oben dran. Und die hatte ich ja extra. Dazu gab es sogar auch mal einen Stream. Den findet ihr sonst auch in der Playlist von... mal was anderes. Dort habe ich nämlich die Softboxen hier im Stream angebracht. Genau. Und die strahlen normalerweise auf die Kulisse hier. Ja. Und das ist nämlich auch mit der Grund, warum ich jetzt hier den PC-Tisch wegräumen möchte, abbauen möchte und dann eben an diese Wand hier stellen möchte, wo jetzt, wie gesagt, der Katzenbaum und der Schrank steht. Weil ihr jetzt immer im Stream diesen Hintergrund seht und der ist ja, wie gesagt, für Crazy Fighters vorgesehen. Wer Crazy Fighters noch nicht kennt, noch nicht weiß, worum es da geht, da kann er mal oben auf die Infocard gehen und das Ganze mal auschecken. Crazy Fighters mache ich zusammen mit meinem Arbeitskollegen Stüssi und da duellieren wir uns immer. Ja, da kommt einmal die Woche, immer samstags um 18 Uhr, eine neue Ausgabe. Und das, wie gesagt, ist nicht für meinen Kanal gedacht und deswegen soll man das auch im Hintergrund nicht sehen. Deswegen habe ich jetzt immer den Green Screen gespannt und habe mir irgendwelche digitalen Hintergründe dann eingeblendet. Aber das ist auf Dauer irgendwie nervig so, weil dann darf ich selber nichts Grünes tragen und muss ja immer darauf achten, dass dieser Stoff gespannt ist und so und das nervt. Gerade wenn man mal spontan streamen will und so, dann immer erstmal den Stoff hier vorher spannen und so, schon kacke. So, und deswegen also mit die Begründung, warum jetzt der Computer hier an diese Wand soll, damit ich auf diese Kulisse gar nicht mehr achten muss. Jetzt habe ich aber echt lang genug geschnackt. Ich hoffe, ich kann das noch ein bisschen kürzer und cutten. Ja, und jetzt geht's los. Ich werde jetzt die Kamera, weil ich denke mal, das ist das Beste, irgendwie jetzt hier oben in der Ecke, werde ich die Kamera jetzt da oben positionieren, ja, auf den Rahmen irgendwie so draufstellen, weil dann habt ihr von da oben, denke ich mal, den besten Blick jetzt hier noch auf den alten Platz vom PC und dann auf die neue Ecke und können sehen, wie ich hier rumwurschtel. Und natürlich wird das Ganze gespeedet, damit ihr jetzt hier nicht ewig zuschauen müsst. Ne? So, also wenn jetzt schon einer gesagt hat, Daumen nach unten und ich klicke das Video sofort wieder weg, dann kann ich das verstehen. Also vielen Dank an alle, die immer noch zuschauen. Oh. Ja, ich weiß nicht, an irgendeiner Stelle muss die Speicherkarte jetzt voll gewesen sein. Deswegen weiß ich nicht, wie viel ihr jetzt sehen konntet hier gerade von meiner Umbauaktion. Auf jeden Fall ging es gerade sehr, sehr gut. Ich konnte einfach an den Teppich ziehen, so wie ich es auch gesagt hatte. Und konnte wirklich das Ganze in einen Rutsch hier rüberziehen. Und zack, bums. Genauso wie der PC gerade hier noch stand, steht er jetzt an der Wand. Bestens. Ja, einfach nur alles nochmal an Strom angeschlossen. Fertig. So. Jetzt überlege ich nur gerade, wie ich hier nochmal den Kratzbaum und den kleinen Schrank organisiere. Ob erst der kleine Schrank, daneben der Kratzbaum oder umgedreht. Denn eigentlich wäre es auch nicht schlecht, man könnte überhaupt mal wieder ans Fenster frei rankommen. Ohne, dass da wieder alles Mögliche davor steht. So. Also das heißt, entweder der Schrank kommt ins Schlafzimmer rein oder der Kratzbaum kommt ins Schlafzimmer rein. Wobei ich ja gerne den Kratzbaum auch hier im Wohnzimmer habe, damit man den einfach auch mal im Stream irgendwie an der Seite oder im Hintergrund auch noch stehen haben kann und sehen kann, wenn die Katzen hier drauf chillen. Ich finde, das ist immer einfach ganz nett und süß anzusehen. Aktuell hängen die Softboxen ja hier oben an der Decke und waren, wie gesagt, immer auf die Kulisse von Crazy Fighters gerichtet. Beziehungsweise davor, als es die Kulisse hier noch nicht gab, hatte ich ja dort einfach meine weiße Wand oder zwischendurch halt auch den Greenscreen und dafür waren die immer zur Beleuchtung. So, das heißt jetzt müssen sie natürlich in diese Richtung leuchten, damit sie hier den Hintergrund hell anstrahlen.
beziehungsweise wenn ich dann hier stehe, ich mache ja manchmal auch so ein bisschen zu Anfang, dass ich so frei spreche und vor der Kamera stehe und nicht immer nur streng am Computer sitze. Ja? So ein bisschen freier, kann ich mich freier bewegen. Ich bin jemand, der sich eigentlich gerne bewegt beim Reden und gestikuliert. Allerdings ist hier oben die Fläche ein bisschen kleiner. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt beide Softboxen, so wie sie hier sind, auch anbringe oder nur eine. Ist auch gerade erstmal zweitrangig, jetzt müssen die erstmal ab. So. Jetzt schraube ich die erstmal ab und dann muss ich die Halterung abschrauben und dann da drüben anzeichnen und neu bohren. Und dafür haben wir jetzt noch 20 Minuten, weil dann ist es 19 Uhr und dann muss man hier leise sein. Genau. Noch mehr Löcher hier in der Wohnung. Ich habe schon so viel rumgebohrt, dann wieder die Sachen abgeschraubt. Oh, oh, oh. Wenn ich hier mal ausziehe, dann muss ich ordentlich Löcher spachteln. Wird auf jeden Fall seinen Sinn erfüllen, dass es hier mich gut ausleuchtet, wenn ich hier dann stehe. Ja, gut, allerdings wäre der Mittelpunkt, auch so wie es tatsächlich hier ist, eigentlich genau hier unter, wenn ich jetzt so mittig an die Wand will. Das heißt, hier müsste eine Kamera sein. Allerdings, wenn die Kamera das von hier aus mittig filmt, dann wird trotzdem auch wieder noch so die rechte Hälfte der Kulisse, die Seitentür, die wird noch mit ins Bild kommen. Gut, jetzt die Tür ist jetzt immer, die kann man ja dann so beiseite machen. So, jetzt sieht man doch hier noch eine ganze Menge, ne? Das ist natürlich unschön. Leider kann ich diese Tür auch nicht so einklappen. Man kann die zwar ein bisschen bewegen, aber ich kann die nicht richtig einklappen oder wegmachen. Aber vielleicht sollte ich mir da echt mal überlegen, eine Alternative zu finden, dass man die Tür nur einhakt und wenn man mit dem Drehen fertig ist, hakt man sie wieder aus. So, und dann kann man sie ja flach hier ranstellen im Hintergrund. Ja, ich würde auch sagen an der Stelle, so ist jetzt gut. Ich zeige jetzt noch einmal die andere Seite hier, also meine Sicht gerade auf dem Schreibtisch. So sieht das hier jetzt gerade aus. Ja, ich werde jetzt hier noch ein kleines bisschen aufräumen. Also eine halbe Stunde bin ich bestimmt hier noch mal knapp zu Gange, das ein bisschen ordentlich zu machen. Ja. Aber das, was ich schaffen wollte, habe ich geschafft. Der PC ist an neuer Position. Die Softboxen hängen bereits da drüber. Sehr gut. Und ja, wie gesagt, der Hintergrund, da soll ja dann eben ein großer Rahmen hin mit Perücken. Wobei, ganz ehrlich, solange ich die Aktion jetzt ja mit dem Tannenbaum mache, macht das eigentlich ja eh keinen Sinn. Das sei denn, ich sage jetzt, wo hier auch wieder ein bisschen mehr Platz ist, ich nehme den Tannenbaum darunter und stelle den dann doch nochmal irgendwo hier extra so an die Seite. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, das war's an der Stelle. Das war wieder Vlog About Me und wir sehen uns also am Wochenende wieder. Ich kann noch nicht sagen, ob Freitag oder Samstag, das entscheide ich dann spontan, aber wie immer kündige ich das dann rechtzeitig bei Discord an. Und wer noch nicht bei Discord ist, kann einmal unten in die Videobeschreibung gehen und dort auf den Link klicken und dann kommt ihr mit zu Discord. Dort teile ich immer mit, wann ich wieder das nächste Mal streame, wann Videos erscheinen, wann ich live bin oder irgendwelche andere Informationen, Umfragen und so weiter und so fort. Also wenn ihr definitiv nichts verpassen wollt, dann solltet ihr mit auf den Server kommen, Shizu Plays. Bis zum nächsten Mal und tschüss.